Was einfach voll vernachlässigt wird, ist,
Die Zeit ist einfach so schön, weil ich denke mal, solche Beziehungen wie Freundschaft und Liebe soll immer einen entspannen, einen runterbringen, einen glücklich machen und nicht Zeit sein, wo man, also wenn man Zeit mit der Person verbringt, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt anstrengend, ich wäre jetzt gerne woanders, wisst ihr, wie ich meine? Weil das gibt es ja oft, dass Leute so denken, wenn sie mit Leuten zusammen sind. Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber ich denke mir dann immer, dann passt es halt einfach nicht, wisst ihr, wie ich meine? Weil ich möchte mit meinen Freunden Zeit verbringen und mich gut fühlen danach und nicht denken, oh, die rede bestimmt bald wieder über mich und so, wisst ihr, wie ich meine? Weil ich glaube, sowas ist einfach, das ist, belastet viel zu sehr, als dass es eigentlich gut tut. Und deswegen sind solche Freundschaften für mich eigentlich Knappenmüll. So, ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, was ihr so darüber denkt, aber ich finde, wie gesagt, Freundschaft soll was Schönes sein und man soll sich nicht Sorgen machen, was macht sie jetzt, was redet der jetzt und bla bla bla. Also, Freundschaft ist was Schönes und nicht irgendwas, was mit Angst besetzt sein soll, mit Hass besetzt sein soll, mit Eifersucht besetzt sein soll. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ja, Beziehungen sollen einen glücklich machen, freundschaftlich und in der Liebe. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen passt da ganz dringend auf euch auf, wenn ihr merkt, dass zum Beispiel Freundschaften irgendwie nicht mehr so sind wie früher. Leute, das ist okay. Menschen verändern sich immer. Man verändert sich selber auch. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, das ist ja auch gut. Es wäre ja blöd, wenn wir immer gleich wären für immer. Aber dann zwingt euch nicht. Ich weiß, das hört sich, das sagt man so einfach, aber zwingt euch nicht, in dieser Beziehung zu bleiben, was jetzt in dem Fall Freunde angeht oder auch Beziehungen der Liebe. Zwingt euch nicht, drinnen zu bleiben, wenn ihr euch nicht gut fühlt. Ich glaube, es wird euch besser gehen, wenn ihr dann einfach die Person gehen lässt, wenn ihr versteht, wie ich meine. So, ich trinke noch mal. Und ja, das habe ich so jetzt im Laufe der Jahre bemerkt, dass manche Menschen, die man auch als Freunde bezeichnet, einfach nicht gut für einen sind und einen eher, ja, traurig machen, krank machen, wenn ihr versteht, wie ich meine. Und deswegen, solche Leute braucht man nicht, weil wenn man schon Freunde hat und sich Freunde im Leben hat, ja, dann sollten das auch gute Freunde sein, auch wenn man dann nur einen Freund oder Freundin hat. Leute, Hauptsache ihr habt doch jemanden, wisst ihr, wie ich meine, und lieber ihr habt einen guten Freund als fünf Freunde, die eigentlich nur in dem Rücken übereinander sprechen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist für mich keine Freundschaft. So, jetzt ist raus. Ihr müsst nämlich auch immer daran denken, wenn zum Beispiel eine Freundschaft halten soll, dann wird sie auch immer wieder zusammenkommen. Also ihr werdet dann wieder zusammenkommen, ihr werdet euch wieder treffen, ihr werdet wieder euch miteinander verstehen, wenn die Freundschaft und Beziehung erstens stark genug ist und zweitens, wenn es so sein soll. Und wenn es halt nicht so sein soll, Leute, dann soll es halt einfach nicht so sein. Also das ist ja gar nicht böse gemeint, aber das ist halt so meine Ansicht irgendwie. Und bis jetzt hat sie mir nur Gutes beschert. Ja, und was ich auch unbedingt sagen will, ist, dass Beziehungen, bitte, 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 Leute, Beziehungen sind immer zweiseitig. Bitte, 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 es ist ein Geben und ein Nehmen, aber es sollte beidseitig sein. Bitte nicht eure ganze Energie in der Beziehung, ob freundschaftlich oder in der Liebe, eure ganze Energie da reinstecken, wenn halt wirklich nichts zurückkommt. Bitte tut euch das selber nicht an. Bitte, ihr habt so viel Besseres verdient, als sowas euch ausnutzen zu lassen. Und ihr seid alle wunderbare Menschen, deswegen tut euch das bitte nicht an, wenn euch sowas passiert. Bitte entfernt euch von dieser Situation, von dieser Person, die euch nichts zurückgibt, weil das habt ihr einfach nicht verdient. Das hat keiner verdient. Und das sollte euch einfach klar sein. Das wollte ich auch nur sagen, weil eine Beziehung, die ist einfach, also ein beidseitiges Geben ist ja die Grundlage für eine Beziehung. Versteht ihr, wie ich meine? Einfach eine gesunde Beziehung ist wie eine Balance, wie so eine Wippe. Und wenn die eine Person immer gibt und gibt und gibt und die andere Person nichts zurückgibt, dann ist das nicht gesund und einfach nicht gut für die Person, die immer gibt. Für Selbstwertgefühl, für alles ist einfach nicht gesund. Bitte versteht und kriegt das in euren Kopf und bitte.
habe wirklich einen Fehler begangen, aber ihr versteht, wie ich meine. Wenn eine Beziehung einfach so auseinander geht, dann soll es halt einfach nicht sein. Ist meine Meinung. Vielleicht seid ihr ja da anderer Meinung, aber irgendwie habe ich das so im Kopf und irgendwie hat sich das bei mir auch immer bewährt, dieses Denken. Ja, aber Leute, was ich auch ganz wichtig finde, Beziehungen sind was Schönes. Beziehungen sollen Kraft geben. Beziehungen sind einfach etwas, wo man sich wohlfühlt.